Gegenstandsnummer SCP-784. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-784 wurde als bewachtes Wohnviertel getarnt und ist aktuell von einer 3,5 Meter hohen und 0,8 Meter dicken Betonmauer umgeben, um ein Eindringen zu verhindern. Das obere Ende der Mauer ist mit einem unter Strom gesetzten Stahldraht versehen und das Tor muss verschlossen sein. Jegliche Personen, die nicht dem Personal der Foundation angehören und versuchen, SCP-784 zu betreten, dürfen nicht daran gehindert werden, da dies eine gewaltsame Reaktion der Bewohner von SCP-784 provozieren könnte. Personen, die nicht dem Personal der Foundation angehören und SCP-784 verlassen, müssen verhaftet, befragt und nach der Verabreichung eines Klasse-B-Amnesikers freigelassen werden. Mitarbeiter der Foundation, die SCP-784 betreten, müssen traditionelle Weihnachtskleidung anziehen, ehe sie SCP-784 betreten. Das Areal, aus welchem SCP-784 besteht, muss mittels eines Wetterballons unter der Kontrolle der Foundation fernüberwacht werden. Im Falle, dass Personal SCP-784 betreten muss, muss jeder involvierte Mitarbeiter den kompletten Inhalt von Anfänger-Leitfaden für Weihnachtslieder auswendig gelernt haben. Sie müssen vor dem Betreten von SCP-784 auf Exaktheit überprüft werden. Aufgrund von SCP-784s Nähe zur Vorstadtsiedlung und der Konsequenzen bei Provokation von SCP-784-1 müssen Patrouillen innerhalb von SCP-784 unbewaffnet sein, außer im Falle eines Noel-Ereignisses. Im Falle des Eintritts eines unerwarteten Noel-Ereignisses müssen Mitglieder von SCP-784-1 so gewaltfrei wie möglich gebändigt werden, während das Personal der Foundation Prozedur 784-C vorbereitet. Beschreibung: SCP-784 ist eine Nachbarschaft in der Stadt Texas. Derzeit besteht SCP-784 aus 24 Häusern und 2 Wohnhäusern, die allesamt mit Weihnachtsbeleuchtung der Marke in einer Dichte von etwa 15 Lichtern pro Quadratmeter Wohnraum dekoriert sind. SCP-784 ist zu jeder Zeit mit 12 bis 33 cm Schnee bedeckt, obwohl kein für die jeweilige Jahreszeit ungewöhnliches Wetter über SCP-784 vorkommt. Alle Häuser innerhalb von SCP-784 werden von einer variablen Anzahl an Instanzen von SCP-784-1 bewohnt. SCP-784-1 besteht aus größtenteils erwachsenen Menschen, welche allesamt Pullover tragen, die mit festtäglichem Schenken zu tun haben. Die Anzahl einzigartiger Instanzen von SCP-784-1 innerhalb von SCP-784 wurde auf 300 geschätzt. Instanzen von SCP-784-1 konnten bisher nicht bei Fortpflanzungsaktivitäten beobachtet werden und es wurden keine Instanzen von SCP-784-1 in SCP-784 geboren. Instanzen von SCP-784-1 scheinen normal zu altern, doch wurde nie der Tod einer Instanz von SCP-784-1 von Personal der Foundation beobachtet. Alle Instanzen von SCP-784-1 zeigen das ganze Jahr über Charakterzüge, die gemeinhin mit dem Geist der Weihnacht assoziiert werden. Diese Charakterzüge beinhalten das Singen von Weihnachtsliedern, das Aufführen von Stücken, die mit der Geburt Christi zu tun haben, und zahlreiche Festivitäten im Zusammenhang mit Eierlikör. Diese Aktivitäten finden täglich statt, doch wiederholen sich spezifische Aktivitäten nie öfter als einmal pro Woche. Bei Tageslicht befassen sich Instanzen von SCP-784-1 mit Aktivitäten wie dem Austauschen von Geschenken und dem Dekorieren ihrer Häuser. Nach Sonnenuntergang beinhalten die Aktivitäten das Dekorieren fremder Objekte und auch Vandalismus, wie er für die Festzeit typisch ist.
Das Betanken eines Versorgungskonvois der Foundation über Nacht in der Nähe von SCP-784 führte zu einer nie zuvor gekommenen Reaktion von SCP-784-1, bestehend aus Bewerfen einiger im Transport befindlicher vorgefertigter Gebäude mit Eiern, Umbauen eines Humvee in einen Schlitten, Austauschen einer Lieferung Fragmentgranaten mit ähnlich aussehenden Glasornamenten, Befüllen des Tanks mehrerer Fahrzeuge mit Eierlikör der Marke, Festschweißen stählerner Geweihe an 165 Schutzhelmen. Jegliche lebende Kreatur innerhalb von SCP-784, die keinen adäquaten Geist der Weihnacht an den Tag legt, zieht die Aufmerksamkeit aller Instanzen von SCP-784-1 innerhalb eines Radius von etwa 4 Metern auf sich. Im Falle eines Tieres werden Instanzen von SCP-784-1 von einem nahegelegenen Haus herbeigerufen und platzieren ein festigliches Accessoire auf dem fokussierten Tier. Beobachtete Dekorationen beinhalteten 15 rote Halsbänder mit einer Glocke, 7 Rentiergeweihe, 5 rote Weihnachtsmannmützen, ein Rentier-Ganzkörperkostüm. Menschliche Subjekte, die SCP-784s Kriterien des Geist der Weihnacht nicht entsprechen, werden von SCP-784-1 angegriffen, außer Gefecht gesetzt und gewaltsam in den nächsten Haushalt gebracht. Sie werden bis zum darauffolgenden Tag nicht mehr gesehen, an welchem sie den Haushalt in ähnlicher Kleidung wie Instanzen von SCP-784-1 wieder verlassen. Versuche, das betroffene Personal zu retten, wurden mit enormem Widerstand seitens SCP-784-1 und des betroffenen Individuums beantwortet. Die Kriterien, denen SCP-784 für die Definition vom Geist der Weihnacht folgt, scheinen extrem breit gefächert zu sein. Siehe Anhang 784-A für eine komplette Aufzeichnung von entführtem Personal und dem vermuteten Grund für die Entführung. Etwa einmal im Monat wird SCP-784-1 versuchen, SCP-784 zu verlassen und die umgebenden Vorstadtgemeinden zu betreten. Dies wird vom vor Ort stationierten Personal als ein Noel-Ereignis bezeichnet. Während eines Noel-Ereignisses trägt jede Instanz von SCP-784-1 eine Lichterkette mit einer ungefähren Länge von 15 Metern mit sich. Instanzen von SCP-784-1 werden diese Lichter an jedes nahegelegene Haus anbringen, welches dadurch dekorativ und funktional identisch zu allen anderen Häusern in SCP-784 wird. Anzeichen eines bevorstehenden Noel-Ereignisses beinhalten eine zunehmende Festaktivität während des Tages vor dem Ereignis, exzessiver Konsum von Eierlikör vor einem signifikanten Anteil von SCP-784-1 und ein Anstieg der Menge an Dekorationen innerhalb von SCP-784. Prozedur 784-C muss vor dem Auftreten eines Noel-Ereignisses durchgeführt werden. Personal der Foundation muss sich in traditionellen Weihnachtsmannkostümen kleiden und sich nahe des Ausgangs von SCP-784 verteilen. Sie müssen anfangen, Guter König Wenceslaus zu singen und alkoholfreien Eierlikör an andere Mitarbeiter zu verteilen. Bei der Ankunft von SCP-784-1 muss das Personal mit leichten Sedativa versetzten Eierlikör an die Menge verteilen. Das Personal muss zu jeder Zeit freundlich und fröhlich erscheinen, da sich SCP-784-1 dazu in der Lage zeigte, Personal trotz nahem Bewusstseinsverlust zu entführen. Instanzen von SCP-784-1, die von Prozedur 784-C nicht betroffen sind, müssen leise außer Gefecht gesetzt werden, wenn sie außer Sichtweite der Tore der Gemeinde sind. Sie müssen dann zurückgebracht werden, nachdem sich alle anderen Instanzen von SCP-784-1 zurück nach SCP-784 begeben haben. Wenn Prozedur 784-C fehlschlägt, muss das Personal der Foundation ein aerosolisiertes Schlafgas freisetzen. Das Personal der Foundation muss Instanzen von SCP-784-1 zurückhalten, bis das Gas Wirkung zeigt. Sobald dies der Fall ist, müssen alle Instanzen zurück zu SCP-784 gebracht werden. Als Antwort auf jegliche Besorgnisse seitens der nahegelegenen Anwohner wird Standardgeschichte 139
betrunkener Football zur Vertuschen benutzt. Anhang 784-A. Handlung des Personals. Agent Paulson, auf Patrouille in SCP-784, wünscht einer nahegelegenen Instanz von SCP-784-1 frohe Festtage. Handlung von SCP-784-1. Ungefähr 8 Instanzen von SCP-784-1 kreisten Paulson ein, welcher nicht in der Lage war zu flüchten. Paulson wurde in ein nahegelegenes Haus geschleift. Handlung des Personals. Agent Matthews sang die falsche Strophe von Stille Nacht, während er auf nächtlicher Patrouille in SCP-784 war. Handlung von SCP-784-1. Mehrere Instanzen von SCP-784-1 setzten Matthews gewaltfrei außer Gefecht, indem sie eine nahegelegene Lichterkette benutzten. Das versuchte Eingreifen von Agent Sanderson führte zur Beteiligung einer großen Menge von SCP-784-1, welche beide Agenten überwältigten. Matthews und Sanderson wurden in ein nahegelegenes Haus geschleift, wonach Personal berichtete, dass der Klang von Weihnachtsliedern für mehrere Tage aus dem Haus zu hören war. Handlung des Personals. Agent Anderson kollidierte mit einer Gartendekoration, welche augenscheinlich den Weihnachtsmann im Stile eines traditionellen Gartenzwergs darstellte. Anderson fuhr damit fort, für die nächsten 14 Sekunden heftig zu fluchen. Handlung von SCP-784-1. 3 Instanzen von SCP-784-1 in der Nähe hielten Anderson an Ort und Stelle fest. Eine 4. kam aus einem nahegelegenen Haus mit einem Quart Eierlikör, welchen Anderson gezwungen wurde, zu sich zu nehmen. Anderson brach zusammen und wurde in das Haus geschleift, aus dem der Eierlikör stammte. Handlung des Personals. Agent Davis erhielt ein Geschenk von einer Kind-Instanz von SCP-784-1. Davis nahm das Geschenk an, doch reagierte offenbar nicht mit der nötigen Begeisterung. Handlung von SCP-784-1. Davids wurde von einer Kindinstanz von SCP-784-1 außer Gefecht gesetzt, indem es seine Beine attackierte. Mehrere Kinder kamen aus einem nahegelegenen Haus, ehe David sich erholen konnte, und schleiften ihn in das Haus, aus dem sie kamen. Persönliche Auswertung. Hallo, ihr Verrückten. Oh mein Gott. Also, eines meiner Lieblings-SCPs, muss ich sagen. Und an sich eine SCP, die im Wiki tatsächlich sehr heftig diskutiert wird, ob es nicht als eine Joke-SCP durchgehen sollte und warum sie denn im Kanon der richtigen SCP-Akten ist. Also ich persönlich finde, natürlich hat sie auch humoristische Züge und es ist irgendwie ein bisschen lustig, aber nur weil es weihnachtlich ist. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt, keine Ahnung, sie wären alle besessen von einer Diktatur. Zum Beispiel von irgendeinem Personenkult eines Diktators. Und wenn man nicht die Nationalhymne singen würde und wenn man nicht die Bilder des Diktators überall tragen würde, dann würde man ins Haus geschleift werden und bekäme auch eine Gehirnwäsche. Denn genau dann wäre das gruselig und ich kann mir vorstellen, dass es Teile der Welt gibt, in denen tatsächlich noch ähnliche Prozesse stattfinden. Aber nun haben wir hier eine Weihnachts-SCP und da wir alle sowieso Gehirnwäsche bekommen haben, was der Geist der Weihnacht angeht, finde ich, es ist eine sehr schöne SCP. Und so begeistert ich von Weihnachten bin, wäre das der perfekte Ort für mich. Also ich fand zum Beispiel auch, ja, den Grinch sehr cool. Also das Buch oder den Film, weil die Leute, die da gewohnt haben, auch so besessen von Weihnachten waren und das so zelebriert haben. Ich will nicht sagen, dass ich ein Konsumopfer bin, denn in erster Linie geht es mir nicht um Schenken, sondern es geht tatsächlich um die weihnachtliche Stimmung, die ich liebe. Plätzchen backen, Weihnachtslieder singen, dekorieren. Und ja, was ich jedes Jahr gemacht habe, war für meine Familie Weihnachtsspiele zu machen. Also mal ein Brettspiel sich auszudenken oder ein Kartenspiel oder eine Gameshow. Und die Preise waren dann die Geschenke. So habe ich die Bescherung immer verpackt, weil die Bescherung an sich für mich immer sehr unangenehm ist, wenn man
vor einem Weihnachtsbaum sitzt und dann hat man die Geschenke liegen, die man schon den ganzen Abend sieht und irgendwann muss einer den ersten Schritt machen und sagen, ja, hier, ein Geschenk für dich und das fand ich mal sehr unangenehm. Gut, auf jeden Fall, sie dekorieren ihre Tiere mit Weihnachtsmützen und das habe ich mit meinen Hunden auch schon gemacht, die Armen. Ja, und sie dekorieren alles, was nicht weihnachtlich ist. Sie füllen sich gegenseitig mit Eierlikör ab. Oh Gott, da können Archie und ich euch auch Geschichten erzählen. Eine tolle SCP-Akte. Und an sich gibt es da keine Verbindung groß zu anderen SCP-Akten. Es gibt natürlich Filme, die so ein bisschen daran angelehnt sind oder die SCP-Akte lehnt sich daran an. Und auch Geschichten, wie zum Beispiel eben die Stadt, die sich da um den Grinch versammelt hat. Und meinetwegen wäre das gar nicht so schlimm, wenn die ganze Welt, also wenn das SCP ausbrechen würde. Wenn in diesem Noel-Ereignis die Menschen rausströmen und alle anderen mit Eierlikör abfüllen und weihnachtlich dekorieren und die dann auch den Geist der Weihnacht spüren. Aber ich klinge selbst schon wie ein Bewohner von SCP-784, deswegen sollte ich aufhören und frage euch, wie gefällt euch diese SCP-Akte? Könnt ihr euch auch vorstellen, ein Teil von SCP-784 zu werden? Oder sagt ihr, oh mein Gott, baut die Mauer noch ein bisschen höher, bitte!